Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten World of Tanks Let's Play. Ich habe beschlossen, World of Tanks aufzunehmen. Und zwar von jedem Panzer mindestens ein Gefecht. Ich werde ganz vorne anfangen mit den Chinesen. Das allererste wird mit dem WZ-131 gemacht und dann hier der Reihe nach weiter. Das Problem ist halt, dass manche Panzer, die habe ich mir erst neu zugelegt, die sind noch Stock, zum Beispiel hier der WZ-132. Die werde ich dann wahrscheinlich erst verfilmen, wenn ich die Top ausgebaut habe. Also das wäre zum Beispiel der WZ, den Tiger, den habe ich neu, den Tiger 2 oder den KV-13. Also ich fange jetzt an, und zwar, wie gesagt, mit dem WZ-131. Ein Stufe 7 leichter Panzer der Chinesen. Ich habe ihn durchgespielt, habe auch schon den WZ-132. Nur das Funkgerät fehlt mir noch, das werde ich natürlich noch nachholen. Die Mannschaft habe ich natürlich in den WZ-132 gesteckt und habe mir hier eine 75% Mannschaft drauf geholt. Das heißt, ich habe keine Skills drauf. Und ja, hier habe ich einen Ansetzer drauf und eine Lüftung. Und dann werde ich noch ein Scherenfernrohr drauf platzieren. Und ja, dann würde ich sagen, ins Gefecht. Ja, und da sind wir auch schon im Gefecht. Es ist ein Stufe 8 Gefecht. Heißt, es gibt für uns eigentlich wenig Probleme, was die Sachen Durchschlag angeht. Weil wir haben mit Standardmunition haben wir eine Durchschlagskraft von 181 und einen Schaden von 250. Mit Gold hätten wir 241 Durchschlagskraft. Ja, das allererste, was ich machen werde, ist auf den Berg fahren. Hier die Häuser kann man eigentlich immer kaputt fahren, weil wenn die Gegner ketten, dann verstecken die sich immer dahinter. Und ja. Da hatte ich einen kleinen Leck. Tut mir leid. Aber da sind wir auch schon auf dem Berg. Ich habe jetzt halt keinen sechsten Sinn. Scherenfernrohr ist aktiv. Ihr seht hier den blauen Kreis. Das ist alles. Also innerhalb von dem Bereich werde ich die Feinde spotten können. Da haben wir auch schon einen T-34-85. Den habe ich leider mit dem ersten Schuss verfehlt. Die Feinde haben auch drei Artis, heißt, wir müssen aufpassen. Weil die Art, die wird gern auf uns schießen. Da haben wir auch schon den ersten Treffer gemacht und auch schon den ersten Treffer erhalten. Ich frage mich, was der KV-2 hier macht. Es war unnötig von ihm, was er gemacht hat. So, kriegen wir den nochmal auf. Ja, da ist er. Und wir haben ihm noch eine gegeben.
Er hat verschossen. Jetzt ist er One-Hit für uns. Ich könnte jetzt drauf fahren, aber ich weiß nicht, ob da im Hintergrund noch was steht. Ich riskiere es lieber mal nicht. Weil ihr seht hier, es war noch einiges nicht offen. Ja, wobei, ich versuch's mal. Und, das war jetzt ein bisschen ungeschickt, dass ich den verhauen habe, aber egal. Er beachtet mich nicht und schön aim und zerstört. Ja, anscheinend steht hier nichts mehr. Das ist praktisch für uns. Mittlerweile steht es 5 zu 6. Der Feind ist aktiv hier auf B3 und 4. Der versucht da durchzukommen. Da sehen wir auch schon eine Isu. Ah, die ist leider abgetaucht. Ah, treffen wir die? Ja, so, komm. Ah, ganz knapp. Es sind 460 Meter hier, also nicht ganz ohne. Ja, Treffer. Noch ein Blindshot. Und dann fahren wir mal drauf und schauen mal, ob wir die Artis kriegen. Vor der Isu müssen wir natürlich Acht geben, weil die One-Hittet uns. Mit der großen Gun. Ach, da unten haben wir noch einen KV-85. Was macht denn der da unten? Der hat mich jetzt aufgemacht. Das ist jetzt natürlich nicht gerade von Vorteil. Und zwar ist die Arti, dass wir hier sind, und die Isu ebenfalls. Da haben wir die eine Arti gespottet. Oder vielleicht war es auch der E4. Ich kann das jetzt nicht gerade. Nee, war wohl eher der E4. So, über die Brücke sind wir. Da hinten steht jetzt irgendwo noch die Isu. Und zwar genau da. Sie beachtet uns nicht. Sie hat geschossen. Los, aim. Zack. Treffer. Da hat irgendwo die Arti eingeschlagen. Da steht sie auch schon. Getroffen. Und da haben wir die Arti gekillt. Jetzt müssen wir schauen. Die Isu, die zielt wahrscheinlich hier auf uns. Die steht vielleicht da hinterm Stein. Da steht sie. Also da jetzt vorzufahren, wäre Selbstmord. Ich warte, bis sie geschossen hat. Oder bis sie gekillt wird. Jetzt hat sie geschossen. Jetzt kann man hier einfach so vorfahren. Und abprallen. Aber egal, die braucht ja länger, um nachzuladen. Das heißt, wir haben Zeit. Wir können nochmal schießen und killen sie. So, jetzt bleibt nur noch der KV-85. Der war irgendwo hier unten. Hat sich aus dem Staub gemacht. Da ist er. Er ist abgeprallt. Wir haben getroffen. Der ging in den Dreck.
Jetzt hat er nochmal getroffen und er ist zerstört. Ja, das war doch mal ein schönes Gefecht. Ich hatte leider ab und zu kleine Lecks, tut mir leid. Aber trotzdem, es war ein Sieg. Wir haben 22.880 Credits und 1.926 Erfahrung. Wir haben 2003 Schaden gemacht, den meisten im ganzen Team. 3 Kills. Und von Erfahrung her sind wir an Platz 2. Nur der T3485 ist von Erfahrung her höher. Der hat auch was Schönes. Was hat er denn? Leves Lailo Medaille. Was ist denn das? Achso, okay. Ja, der hat auch ziemlich rasiert. So, wir haben 16 Schuss abgegeben. 16 davon haben getroffen. 10 sind durchgegangen. Schaden haben wir 2003. Schaden über 300 Meter haben wir 446. Wir haben 3 Treffer erhalten. 2 davon waren Wirkungstreffer und einer war, ist nicht durchgeschlagen. Wir haben 160 Schaden durch die Panzerung abgewehrt. Wir haben 3 Gegner entdeckt. 4 Gegner beschädigt. 3 zerstört. Schaden durch Spielunterstützung haben wir 184 und wir sind 2,76 Kilometer gefahren. Wir haben 16.067 Credits rausbekommen, mit Premium wären es 27.507 gewesen. Ja, also das war jetzt mein allererstes Gefecht, das ich aufgenommen habe, und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.